Im Laufe der Geschichte hat Gott der Menschheit immer wieder Erzieher geschickt, die häufig als Manifestationen Gottes bezeichnet werden. Die Lehren, die sie übermitteln, befähigen die Menschheit, geistig zu wachsen und sich mit Kunst und Wissenschaft zu befassen. Zu diesen Manifestationen gehören Abraham, Krishna, Zoroaster, Moses, Buddha, Jesus und Mohammed. Baha'u'llah, der jüngste dieser Gottesboten, erläuterte, dass alle Weltreligionen aus derselben Quelle stammen und im Grunde nur die aufeinanderfolgenden Kapitel eines Buches, einer Religion Gottes sind. Die Baha'i glauben, dass es für die Menschheit eine dringende Notwendigkeit ist, eine vereinigende Vision der zukünftigen Gesellschaft zu finden und Wesen und Ziel des Lebens zu begreifen. Eine solche Vision entfaltet sich in den Schriften Baha'u'llahs. Die Baha'i glauben an die Einheit Gottes und an die Einheit der Religionen, an die Einheit der Menschheit und an die Notwendigkeit der Abschaffung von Vorurteilen, an den angeborenen Seelenadel des Menschen, an die fortschreitende Offenbarung religiöser Wahrheit, an die Notwendigkeit der Entwicklung geistiger Fähigkeiten, an die Zusammengehörigkeit von Andacht und Dienst, an die grundlegende Gleichberechtigung der Geschlechter, an die Harmonie, die zwischen Religion und Wissenschaft bestehen muss, an die zentrale Bedeutung von Gerechtigkeit gegenüber allen menschlichen Bemühungen und an die Unabdingbarkeit von Erziehung und Bildung. Die Baha'i versuchen, ihr Leben mit den Lehren Baha'u'llahs in Einklang zu bringen. Die Gemeinde, der sie angehören, verfolgt das Prinzip des Lernens und Handelns. Baha'i-Gemeinden fühlen sich nicht anderen überlegen und erheben keinen Anspruch auf ein exklusives Verständnis der Wahrheit. Die Baha'i haben das gemeinsame Ziel, der Menschheit zu dienen. Ihre Gemeinde strebt danach, Hoffnung für die Zukunft der Menschen aufzubauen und die Arbeit all jener zu würdigen, die sich darum bemühen, Einheit zu fördern.